Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Ich teste gehypte TikTok-Rezepte. Ich habe also ein bisschen auf TikTok rumgescrollt und geguckt, was für virale Rezepte so die letzte Zeit rumgegangen sind. Ich denke, einige Rezepte dürftet ihr davon schon kennen, aber ich bin echt mal gespannt drauf, die auszuprobieren. Deswegen legen wir direkt los mit dem ersten Rezept. Ich blende euch das Rezept jetzt hier an der Seite immer mal ein und wir fangen mit dem viralen Hüttenkäse-Flatbread an, beziehungsweise diesem Hüttenkäse-Wrap. I'm trying out the viral cottage cheese flatbread and when I first saw this, it grossed me out. But y'all, it blew my mind once I tried it. All you need is a cup of cottage cheese, 2 eggs, garlic powder, onion powder, a little bit of Italian seasoning, blend it up, add it to a baking sheet pan, bake on 350 for about 40 minutes, and then I made this chicken flatbread sandwich. Oh, it is so flippin' good. Ihr habt also gerade schon das Rezept gesehen, es ist super easy. Wir brauchen eigentlich nur Hüttenkäse, 2 Eier, tun das in den Mixer. Das fertige Endergebnis, diese quasi Soße, was das ist, tun wir dann auf ein Backblech geben mit Backpapier in den Ofen, holen es raus und dann können wir es schon abkühlen lassen und belegen. Ich werde natürlich kein Chicken verwenden, also kein Hühnchen, weil ich kein Fleisch esse, aber ich werde mir das mit anderen leckeren Sachen belegen. Und damit ich nicht mehr zu lange rede, fangen wir direkt an. Ich mache den Mixer bereit und dann kommen schon die Zutaten rein. Ich habe jetzt gerade den Hüttenkäse-Wrap fertig gemacht und wie gut sieht der bitte aus? Also nur vom Äußeren ist es wirklich schon eine 10 out of 10. Ich habe also zuallererst, was ich euch schon erzählt hatte, den König Frischkäse, also ein komplettes Päckchen in den Mixer gegeben. Dazu dann 2 Eier, das püriert, bis so eine cremige Konsistenz entstanden sind und nirgendwo mehr Klümpchen waren. Das Ganze habe ich dann auf ein Backblech gegeben. Das hatte ich vorher mit Backpapier ausgelegt gehabt und dann habe ich den ganzen Teig nur drauf gegeben. Ich habe den ein bisschen verstrichen. Ich habe den aber nicht zu sehr verstrichen, weil ich Angst hatte, dass der nachher zu dünn wird und dann nicht mehr richtig hält. Deswegen nur so ein bisschen immer in die Seiten und der ist eher ein bisschen rund geworden bei mir und nicht wirklich eckig, aber das ist ja im Endeffekt auch egal, welche Form der dann so richtig hat. Und da habe ich dann nur noch ein bisschen Gewürze drüber gegeben, einmal ein Chili-Salz und dann noch von Just Spices so ein Italian Arounder. Da könnt ihr wie gesagt jedes Gewürz drüber machen, was ihr wollt. Die in dem Video hatte ja so ein bisschen andere Gewürze genommen, aber ich wollte das jetzt so haben. Deswegen lasst eurer Kreativität da freien Lauf. Und das Ganze habe ich dann nur in den Backofen gegeben bei 175 Grad Ober-Unterhitze für so ungefähr 40 Minuten. Ich habe den jetzt nach 35 Minuten rausgeholt gehabt, weil der schon relativ braun war und knusprig. Deswegen 35 Minuten, guckt einfach, wie stark euer Ofen ist. Und je nachdem würde ich es ein bisschen kürzer oder länger drin haben. Das Ganze habe ich dann gerade noch abkühlen lassen und in der Zwischenzeit, als der Wrap im Backofen war, habe ich mir schon meine Toppings gemacht. Und zwar habe ich mir so eine Guacamole selbst gemacht. Da habe ich jetzt nur Avocado, Tomaten, Zwiebeln mit reingemacht. Dann noch Gurken, Tomaten, Mozzarella klein geschnitten und das Ganze dann eben in den Wrap eingefüllt. Da habe ich dann noch ein bisschen Balsamico-Essig drüber gegeben. Und das ist jetzt das fertige Endergebnis. Es ist echt eine große Portion. Mal gucken, wie wir jetzt am intelligentesten in den reinbeißen. Also schmeckt richtig lecker. Der Wrap an sich ist natürlich so ein bisschen fluffiger und nicht so fest, wenn es natürlich aus Teig wäre, aber so an sich mit den ganzen Toppings und allem ist auf jeden Fall lecker. Vor allem, man kann sich den ja befüllen, wie man das selbst will. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen zu viel befüllt. Also das nächste Mal würde ich ein bisschen weniger machen, aber die Grundkonsistenz ist halt fluffiger, das muss man mögen. Aber vom Geschmack schmeckt es ein bisschen nach körnigem Frischkäse, aber auch nicht zu extrem. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Man muss das erst mixen, das geht schnell. Das einzig Nervige sind halt die 40 Minuten oder 35, was man im Backofen haben muss. Aber an sich, wenn man in der Zwischenzeit irgendwas anderes macht, ist das ein super easy, schnelles Rezept. Man hat richtig viel Eiweiß. Wenn man es jetzt noch mit anderen Sachen, die eiweißhaltig sind, füllt, hat man noch mehr Eiweiß. Ich probiere jetzt hier nur so ein Stück von dem Wrap. Es schmeckt halt hauptsächlich wirklich fluffig und ein bisschen nach den Gewürzen, was man draufgegeben hat, aber ansonsten. Das Rezept würde ich auf jeden Fall nochmal in Zukunft machen. Richtig lecker. Krass, hat mich voll überrascht.
Also das erste Rezept, was wir jetzt getestet haben. Schon mal richtig guten, kriegt auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Es ist Zeit für das nächste Rezept und zwar Swap out your bread and freshen up your lunch with this viral watermelon caprese sandwich. Start off by cutting a watermelon into square shaped slices. Top one slice of your watermelon with fresh mozzarella, salt and pepper, sliced tomatoes, more salt and pepper than fresh basil. Drizzle with olive oil and balsamic glaze, then top with another slice of watermelon. It's light, delicious and perfect for summer. Ein Watermelon-Caprese-Sandwich. Statt dem normalen Caprese-Sandwich, wo man Baguette oder irgendwas hätte als Brot, nehmen wir eine Wassermelone. Also ein Stück davon. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe jetzt hier eine relativ große Wassermelone. Ich habe auch schon die ganzen Zutaten vor mir hingelegt. Tomate, Mozzarella, Wassermelone, Basilikum und hinten steht noch Essigöl. Ich nehme jetzt erstmal die Melone, schneide die zurecht und danach gehen wir dann an den Belag. Aber erstmal gucken, dass wir diese Rechtecke von der Melone hinbekommen. Und dann gehen wir jetzt an den Belag. Das heißt, wir schneiden uns von der Tomate und dem Mozzarella dann auch wieder Scheibchen ab. Alles zur Seite gelegt und dann gehen wir jetzt ans Sandwich machen. Wir haben zuallererst unsere Wassermelonenstückchen. Dann kommen die Mozzarella-Scheiben drauf. Bei den Tomatenscheiben dürfte eine reichen, weil eh nicht mehr drauf passt. Dann nehmen wir frisches Basilikum. Salz, Pfeffer, etwas Öl und noch Balsamico-Creme. Also richtig lecker aussehen tut es jetzt schon. Und dann machen wir da jetzt noch die obere Hälfte wieder drauf. Was wir noch machen müssen, ist das Ganze noch jetzt einmal Hälfte. Jetzt sieht es wie ein richtiges Sandwich aus. Also die Sandwiches sehen doch echt cool aus. Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, dass das schmecken soll. Wassermelonen-Sandwich? Ich weiß nicht. Also wenn das jetzt ein normales Baguette wäre, würde es mir, glaube ich, echt gut schmecken. Aber so, schauen wir mal, probieren wir jetzt mal direkt. Vor allem wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wie das in den Mund reinpassen soll. Das ist doch viel zu viel eigentlich. Aber gut, gucken wir mal. Es gibt, glaube ich, eine richtige Sauerei. Beißen wir mal rein. Ich bin gerade etwas überrascht. Das schmeckt interessant. Es schmeckt nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Ich glaube, was mich so ein bisschen stört, sind diese unterschiedlichen Konsistenzen. Die Wassermelone ist so super weich, man kommt so easy durch. Dann die Tomate, Basilikum, gerade das Basilikum schmeckt man schon extrem raus. Und was mich so ein bisschen stört, ist diese Konsistenz von Mozzarella, weil der so ein bisschen fester ist. Ich finde es, glaube ich, nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Aber das wäre nichts, was ich mir nochmal machen würde, weil der Aufwand schon extrem hoch war. Man hat hier überall Wassermelone rumfliegen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, nur damit es, sage ich mal, cool aussieht. Klar, fürs Auge ist es mega, das sieht richtig cool aus. Aber geschmacklich ist es in Ordnung, kann man mal getestet haben. Aber wie gesagt, durch den Aufwand alles wäre nichts, was ich mir nochmal machen würde. Da würde ich mir eher ein normales Caprese-Sandwich machen, das essen. Wassermelone dann als Nachtisch essen, nebenbei in so kleinen Stückchen oder einfach abbeißen von so Schiffchen. Aber das würde ich mir jetzt persönlich nicht nochmal machen, da war mir der Aufwand wirklich viel zu groß. Aufessen werde ich natürlich trotzdem, aber nee, also nochmal machen müsst ihr das nicht. Dann gehen wir lieber gleich mal ins nächste Rezept und testen das mal aus. Vielleicht überzeugt mich das ja ein bisschen mehr als das jetzt. Als drittes Rezept haben wir hier so eine Art Chocolate Mousse mit nur einer Zutat. If you blend water and chocolate, you can create this light, fluffy, airy chocolate mousse. And all you need are chocolate chips. Just blend them with water for about 2 minutes. Until creamy and smooth, pour it in a bowl and refrigerate overnight. The next day, you have chocolate mousse. The full recipe is listed below and don't forget to follow for more. Man braucht eigentlich nur Schokolade und dann Wasser. Hier ist das Rezept jetzt auf Englisch. Also ein Cup sind eigentlich 200 Gramm Schokolade und 2,5 Cups sind 500 Gramm Wasser. Ich habe jetzt nur die Hälfte davon gemacht, weil ich wusste, mit 200 Gramm Schokolade wird mir es definitiv zu viel. Das habe ich gestern Abend logischerweise schon vorbereitet, weil man das ja über Nacht dann in den Kühlschrank tun muss. Also ich habe insgesamt 100 Gramm Schokolade und 250 Gramm Wasser genommen. Ich habe jetzt noch einen Osterhasen verwendet gehabt, also ganz normale Nutschokolade, weil ich persönlich jetzt keine Lust hatte, extra für das Rezept was zu kaufen und wir sowieso
noch den Osterhasen hier hatten von Ostern. Deswegen habe ich den einfach genommen. Den habe ich erstmal von der Folie entfernt und dann im Endeffekt einfach nur ein bisschen klein geschnitten. Das ist von der Größe, wie diese Chocolate Chips sind. Nicht zu groß, nicht zu klein. Also einfach ein bisschen klein geschnitten. Und dann habe ich eigentlich nur noch ein Glas 250 Milliliter Wasser abgefüllt. Und das waren auch schon die ganzen Zutaten. Dann habe ich den Mixer genommen und erst einmal die ganze Schokolade reingetan. Und als dann alles drin war, noch das Wasser dazu gegeben. Das war von der Menge gar nicht so viel. Und dann habe ich eigentlich auch nur noch den Mixer angestellt. Und sie sagte ja in dem Rezept, man soll das 2 Minuten mixen lassen. Ich habe es jetzt ein bisschen länger mixen lassen, weil bei mir komischerweise immer noch so ein paar Stückchen drin waren. Also ich weiß nicht, ob das an der anderen Schokolade liegt, die sie verwendet hatte. Aber bei mir waren immer noch so ein paar kleine Klümpchen drin. Deswegen habe ich dann ein bisschen länger im Mixer gelassen. Diese Klümpchen sind aber nicht weggegangen. Deswegen habe ich es dann einfach nach, ich glaube, 3 oder 4 Minuten hatte ich es drin, in eine Schüssel umgefüllt gehabt. Das sah etwas seltsam aus. Wie gesagt, da waren so ein paar kleine Klümpchen noch drin. Deswegen weiß ich nicht, ob das Rezept was geworden ist. Ich habe es, wie gesagt, über Nacht im Kühlschrank gehabt. Und deswegen würde ich sagen, holen wir es jetzt direkt raus und schauen mal, ob es was geworden ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Es bewegt sich noch hin und her und hier an der Seite drückt sich so ein bisschen Flüssigkeit hoch. Weiß ich nicht, ob an der Schokolade, die ich verwendet hatte, irgendwas anders war, dass man wirklich diese Chocolate Chips nehmen muss. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch länger in dem Kühlschrank hätte haben sollen, aber ich hatte das jetzt schon über 12 Stunden und das ist doch eigentlich schon eine lange Zeit, weil sie ja auch nicht gesagt hatte, wie lange das eigentlich drin sein soll. Mal gucken, ob das jetzt oben zumindest so eine mousseartige Konsistenz geworden ist. Das ist steinhart. Hey, das ist ja gar nichts geworden. Also wir haben oben so eine richtig feste Schicht, die schon so leicht wie Schokolade einfach nur zum Knacken ist. Und unten drunter ist es genau wie im Mixer gestern einfach nur dieses flüssige Wasser-Schokoladenbrühe. Ich zeige euch das jetzt mal. Och Mann, das sah in dem Rezept so gut aus. Das ist ja gar nichts geworden. Okay, also... Das Rezept ist ein richtiger Fail geworden. Ich werde es jetzt natürlich trotzdem drin lassen, weil ich glaube, es geht euch wahrscheinlich auch so, wenn ihr irgendwelche TikTok-Rezepte nachmacht, dass euch genau sowas auch passiert, dass eben ein kompletter Fail entsteht. Das ist richtig wie so Brocken und dann einfach nur das Schokowasser. Okay, also logischerweise, das Rezept müsst ihr nicht nachmachen. Oder falls ihr das schon gemacht habt und wisst, was ich falsch gemacht habe, schreibt mir das mal bitte gerne, weil... Ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen, aber das ist ja ein richtiger Fail. Okay, gehört doch irgendwie zu jedem Rezepte-Austeste-Video dazu, dass man irgendeinen kompletten Fail hat. Oh, ich kann drüber lachen. Was soll man noch anderes machen? Es wäre cool gewesen, nur aus Schokolade und Wasser so ein Mousse zu machen, aber ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendeine andere Zutat noch fehlt, die das ein bisschen mehr zusammenhält. Sei es eine Pudding oder Gelatine, dass das wirklich einfach so ein bisschen, ja, wie Pudding oder Mousse wird. Nee. Okay. Gut, dann gehen wir mal ans nächste Rezept, was dann hoffentlich wirklich toi 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 besser wird. Aber das haben wirklich einige schon nachgemacht und das sah richtig geil aus. Also ich glaube, das nächste Rezept dürfte wirklich besser werden als das jetzt. Die Hauptzutat für das nächste Rezept sind kleine Gurken. Vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, was es geben wird. Und zwar machen wir diesen viralen Gurkensalat. Okay, so I love to have this salad as a quick snack. Start by placing your cucumber in between 2 chopsticks, slice one side diagonally and the other straight across. After slicing it, it should look like this. Then season generously with salt and let that sit for 5 minutes. This will drain it of excess water. Rinse the cucumbers thoroughly, then pat dry. Now for the dressing, it's soy sauce, rice vinegar, sweetener of choice, chili garlic sauce, sesame oil, green onion, sesame seeds, and garlic. I forgot to add the garlic, so here I am adding it in. Mix that together really well. Here it is at the end, and enjoy! Ich glaube, die erste Herausforderung für mich wird jetzt erstmal, diese Gurken richtig zu schneiden. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich habe extra diese Sticks hier gekauft. Ja, gehen wir mal ans Rezept. Die müssen ja sowieso erstmal geschnitten werden. Dann kommt Salz drüber, dass die quasi das überschüssige Wasser verlieren. Das lassen wir dann für 5 Minuten mit dem Salz so. Am Ende tupfen wir die noch ein bisschen ab, dass eben das überschüssige Wasser weg ist. Und dann gehen wir an die Soße. Wir nehmen 2 von diesen Sticks, legen die so dahin. Und dann schneiden wir erst diagonal. So, dann drehen wir die ganze um. Und jetzt sollen wir gerade schneiden. Krass, es hat funktioniert. Okay, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es wirklich funktioniert, aber doch, leichter als gedacht. Und das machen wir mit den anderen Gurken dann noch genauso. Also wieder diagonal schneiden. Umdrehen.
und gerade schneiden. Ich sehe gerade, ich musste die schon brechen, weil hier nicht genügend reinpasst. Ich glaube, ich lasse das so, weil mit noch einer Gurke mehr wird es ja noch voller werden. Und zum Austesten reichen, glaube ich, 2 Stück auch. Ja, perfekt. Dann kommt da jetzt noch relativ viel Salz drüber. Und dann stelle ich mir noch einen Timer auf. 5 Minuten. Jetzt gehen wir an die Soße. Und zwar brauchen wir 2 Esslöffel Sojasauce. Dann 1 Esslöffel Reisessig. Eigentlich Honig, aber ich mag keinen Honig, deswegen nehme ich Agavendicksaft. Ich habe jetzt kein Chili da, sondern nur so ein Chilisalz, deswegen nehme ich das jetzt. Da kommen einfach so ein paar Chiliflocken mit rein. Dann noch Sesam. Und Knoblauch hatte ich hier auch schon vorgeschnitten. Eine Sache hatte ich noch vergessen, und zwar muss da noch ein Teelöffel von dem Sesamöl mit rein. Jetzt ist die Soße fertig und hier haben wir unsere Gurken. Die sind jetzt ganz gut mit dem Salz eingezogen. Überschüssige Wasser ist abgetopft. Und jetzt kommt eigentlich nur die Soße noch über die Gurken drüber. Unsere Gurken sind fertig. Es riecht auf jeden Fall schon echt gut. Ich glaube nur, dass es ein bisschen salzig sein könnte, weil ich über die Gurken schon recht viel Salz gegeben habe. Ich habe jetzt keine Stäbchen da, deswegen würde ich die jetzt einfach mal so essen. Ist schon cool, wie das so zusammenhält. Ist richtig lecker. Im Endeffekt, es schmeckt eigentlich nur wie Gurken mit einem richtig leckeren Dressing. Wenn man Gurken mag, kann man das auf jeden Fall ausprobieren. Richtig lecker. Das Rezept würde ich auf jeden Fall in Zukunft nochmal machen. Man kann theoretisch ja auch noch andere Sachen mit ins Dressing reinmachen. Oder wenn man eine Zutat davon nicht da hat, weniger. Aber an sich schmeckt auf jeden Fall lecker. Ich glaube, wenn ich die Gurken jetzt mit dieser Soße noch ein bisschen länger ziehen würde, also ich habe die jetzt so 5 Minuten ungefähr ziehen lassen mit der Soße, aber wenn man das wirklich mal so für, keine Ahnung, ein paar Stündchen macht, dann saugen sich, glaube ich, diese Zwischenteile der Gurke, die man so aufgeschnitten hat, richtig geil mit dieser Soße ein und dann schmeckt es nochmal besser. Theoretisch kann man das Dressing auch nur so für einen Salat machen, wenn man noch Salatblätter, Tomaten, Schafskäse, alles Mögliche mit reinmacht, ja. Also, den Salat könnt ihr auf jeden Fall auch ausprobieren. Und als letztes Rezept probieren wir jetzt noch was richtig Sommerliches aus. Das sah schon wirklich so gut und das haben auch einige schon nachgemacht. Also ich denke mal, das sollte auf jeden Fall funktionieren, das Rezept. Und zwar machen wir jetzt... Let's make healthy 3-ingredient chocolate strawberry bites. Mix strawberries and Greek yogurt together, add dollops onto a plate, line with parchment paper, let's set in a freezer, dip in melted dark chocolate and enjoy! Das sah doch schon so lecker aus. Also quasi wie so gesundes Eis, nur aus 3 Zutaten, also aus Erdbeeren, Joghurt und Schokolade. Ich persönlich hatte jetzt nur Naturjoghurt da, deswegen habe ich den genommen. Sie hat jetzt in ihrem Video gesagt mit griechischem Joghurt. Ich habe aber auch schon andere Rezepte gesehen, wo die es nur mit normalem Joghurt gemacht hatten. Also da könnt ihr gucken, was ihr zu Hause habt. Da würde ich jetzt nicht extra für nochmal einkaufen gehen oder Skier, wenn ihr irgendwas da habt, könnt ihr das auch verwenden. Die habe ich heute früh jetzt schon vorbereitet gehabt und zwar habe ich mir erstmal die Erdbeeren genommen, die im Endeffekt nur klein geschnitten, also erstmal in Streifen und dann nochmal in die andere Richtung in Streifen, dass es eben so kleine Stückchen ergibt. Das habe ich dann für so grob 8-9 Erdbeeren gemacht und die dann im Endeffekt nur in eine kleine Schüssel gegeben und dazu dann noch den Naturjoghurt gegeben. Da habe ich glaube ich so 3 bis 4 Löffel dazu gegeben, dass eben alle Erdbeeren so ein bisschen bedeckt sind, dass aber auch nicht zu viel Joghurt ist, nicht zu viel Erdbeeren, sondern dass das Mischverhältnis ganz gut ist. Das habe ich dann nur noch umgerührt, dass wie gesagt an jeder Erdbeere so ein bisschen Joghurt dran ist. Und dann habe ich einen Teller genommen, einen kleinen. Darüber habe ich Backpapier gegeben, damit diese Joghurt-Bites dann nicht an dem Teller festkleben, wenn die ins Gefrierfach kommen. Deswegen einmal mit Backpapier auskleiden. Dann habe ich einen Esslöffel genommen, immer so kleine Häufchen mit dieser Joghurt-Erdbeermasse genommen und die auf den Teller verteilt, dass es überall so ein paar Punkte sind. Und das habe ich im Endeffekt jetzt nur ins Gefrierfach gegeben. Das habe ich jetzt heute früh gemacht. Das ist noch nicht allzu lange her. Ich schau mal. So sehen die jetzt aus. Die sind aber noch nicht komplett gefroren. Deswegen würde ich die jetzt nochmal für so 1 bis 2 Stündchen im Gefrierfach lassen, bis die einfach noch ein bisschen länger drin sind. Und dann geben wir später die Schokolade. Es ist Zeit für das letzte Rezept. Ich habe das
eben schon mal fertig gemacht. Ihr hattet die Erdbeeren ja vorher gesehen gehabt, wie die nur so ein bisschen gefroren waren. Jetzt sind die aber auf jeden Fall richtig fest. Und in der Zwischenzeit habe ich dann eigentlich nur noch Schokolade geschmolzen gehabt. Da hatte ich jetzt von Ninis Bites solche Dark Raspberry Schokolinis da gehabt. Und die sind richtig lecker. Ich dachte mir, weil da ja schon so ein paar Himbeerstückchen noch mit drauf sind, von so gefriergetrockneten Himbeeren oben auf der Schokolade, könnte das richtig gut schmecken auf den Erdbeeren. Und sieht auf jeden Fall lecker aus. Also wie gesagt, habe ich nur schnell in so einem Töpfchen in die Mikrowelle gegeben, bis es geschmolzen ist und dann erst mit einer Gabel drauf gemacht. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, die Schokolade war noch ein bisschen zu fest irgendwie von der Konsistenz, dass man die nicht so drüber träufen konnte, was ich eigentlich machen wollte. Deswegen habe ich am Ende dann einen Löffel genommen, das einfach so ein bisschen drüber gestrichen. Ich habe das jetzt auch nicht auf alle gemacht, weil ich ein paar auch so probieren wollte und die restlichen dann mit der Schokolade. Man hat die echt ganz gut abbekommen. Und so sehen die jetzt aus. Das sind schon echt ganz süße kleine Dinger. Man schmeckt jetzt natürlich schon echt stark diese Schokolade raus, weil die relativ präsent ist. Man hat aber auch so einen Joghurt-Nachgeschmack, so was Säuerliches. Und die Erdbeeren sind ja auch jetzt nicht mehr so süß. Ich hätte ja auch keinen Süßstoff oder irgendein Süßungsmittel mit reingeben. Deswegen schmeckt es schon eher so ein bisschen herber, fruchtiger, aber nicht so wirklich süß, sondern eher so ein bisschen säuerlicher. Aber grundsätzlich ist es lecker. Mhm. Das schmilzt relativ schnell jetzt schon in den Händen. Ist ja irgendwie auch logisch mit der Körpertemperatur. Mhm. Also mit Schokolade ist es auf jeden Fall top. Probieren wir jetzt noch mal eins ohne. Süß aussehen tun die ja schon echt. Mhm. Für so einen gesunden Snack finde ich das schon echt top. Schmeckt gut. Kann man ja auch mit unterschiedlichen Früchten machen. Aber die mit Schokolade drüber schmeckt natürlich noch mal besser. Wie das jetzt ohne. Das könnt ihr auch auf jeden Fall nachmachen. Wenn man Früchte mag, Schokolade, man kann da theoretisch ja auch andere Sachen drüber machen. Mit Nussmus oder sowas könnte ich mir das auch noch richtig gut vorstellen. Man braucht halt nur ein bisschen Zeit. Aber ansonsten kann man das auch auf jeden Fall machen. Und das waren jetzt auch schon die 5 Rezepte, die ich mit euch in diesem Video testen wollte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr noch andere TikTok-Rezepte habt, die ich unbedingt ausprobieren soll. Das waren jetzt so, die ich am häufigsten gefunden hatte. Auf jeden Fall mein Highlight von heute, wenn ich sagen müsste, wäre dieser Hüttenkäse-Wrap. Der war richtig lecker. Der Gurkensalat war auch echt gut. Flop-Rezept, ihr könnt es euch hundertprozentig denken. Das dritte Rezept, dieser Schokoladenmus, kompletter Fail. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch andere Zutaten habt oder wisst, wie das Rezept richtig geht, weil das war ja wirklich ein kompletter Flop. Und die anderen beiden Sachen, diese Joghurt-Bites sind lecker. Weiß ich nicht, ob ich mir die nochmal machen würde, damit es, glaube ich, auch auf die Dauer einfach zu aufwendig werden würde. Da würde ich lieber nur normal Joghurt mit Erdbeeren essen, ein bisschen Schokolade nebenbei. Dieses Wassermelonen-Caprese-Sandwich kann man machen, muss man nicht. Ist cool, das ausprobiert zu haben, aber wäre mir viel zu aufwendig. Und dafür hat es mir auch nicht gut genug geschmeckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.